In diesem Video, im Teil 3 von dieser kleinen Serie von 5 Teilen, geht es um das Thema, deinen möglichst großen Markt und möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Wir sehen immer wieder, dass wenn du an den Markt gehst und sagst, ich habe ein Objekt zu verkaufen, dann kommt auf einmal ein Nachbar, da kommen Bekannte, da kommt was auf dem Umfeld und sagen, hier, ich habe Interesse, möchte ich gerne kaufen. Einige machen den Fehler und sprechen nur mit den 1, 2, 3 Interessenten und verkaufen dann. Aber letztendlich ist es so, du möchtest ja möglichst einen breiten Markt erwischen. Warum? Erst dann erfährst du, was du zu dem Zeitpunkt deines Verkaufs am möglichen Verkauf erzielen kannst. Den Erlös, den erfährst du von diesen 2, 3 Angeboten nicht. Den erfährst du erst dann, wenn du deine Immobilie auf Portalen offen stellst, wenn dann vielleicht 200, 300 Leute das angeschaut haben, vielleicht auch mehr, und dann vielleicht auch besichtigt haben und dann Gebote kriegst, dann erfährst du erst den tatsächlichen Preis, den du zu der Zeit gerade erzielen kannst. Daher empfehlen wir immer, möglichst das Objekt an viele Leute anzupreisen, anzubieten. Und das geht am besten nach durch Portale. Die großen Portale sind ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, ist dasselbe, und eBay Kleinanzeigen. Je nach Region ist entweder ImmobilienScout oder ImmoWelt und Net der Marktführer. eBay Kleinanzeigen gibt viele Anfragen, aber meistens in einer einfachen Qualität. Was wir auch immer empfehlen ist, buche dazu auf jeden Fall noch eine Zusatzplatzierung wie Top-Platzierung oder Zusatzoption dabei, weil es ist so, dass deine Anzeige nur kurzzeitig immer ganz oben gelistet ist und wenn eine neue Anzeige wieder reinkommt, wird die wieder da drauf gestellt. Also das heißt, wenn du oben bleiben willst, kommst du um diese Top-Platzierung nicht drum herum. Kosten musst du mal schauen, je nachdem, welches Portal du hast. Und die Portale unterscheiden auch zwischen den Regionen. Kostet zwischen 300 und 800 Euro ungefähr so eine Anzeige dafür, 4 Wochen. Ist auf jeden Fall wert, weil aus unserer Sicht ist es unumgänglich, dass so möglichst viele Leute das Objekt sehen. Weil erst so kannst du die besten Preise erzielen. Und wenn du die mit 2 Nachbarn oder wie auch immer das ist, fragst, wirst du garantiert nicht deinen Bestpreis erzielen können, den du vielleicht sonst kriegen könntest an dem Markt. Daher inseriere möglichst an so vielen Leuten wie möglich. Mein goldener Tipp nochmal, du weißt, in jeder Folge gibt es einen. Ist deine Immobilie vielleicht von außen nicht die schönste Fassade? Ist die Fassade vielleicht ein bisschen vergraut im Laufe der Zeit? Ist vielleicht das Klingeltableau nicht das schönste? Dann packst du einfach eine Innenaufnahme als Startbild rein, weil das Startbild oder das erste Bild ist immer dein Galeriebild, das ist das wichtigste Bild. Das heißt, das ist das, was neben deinem Text, in der Überschrift angezeigt wird. Und wenn es irgendwelche Ecken am Objekt gibt, die vielleicht nicht so schön sind oder der Vorgang nicht so ansprechend aussieht, dann nimmst du dir einfach eins der letzten Bilder. Aber das schönste Foto ist immer das, was das erste ist, damit die Leute deine Immobilie vielleicht von der schönsten Seite direkt sehen. Wenn das Video dir weitergeholfen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und teile es gerne, wenn du jemanden im Bekanntenkreis hast, der vielleicht ein Silberproblem hat, der vielleicht ein Objekt verkaufen möchte oder bald verkaufen möchte, aber vielleicht nicht weiß, wie er es verkaufen möchte. Da bin ich mir sicher, dass er das Video ihm dabei helfen könnte. Also teile es ihm gerne und wir sehen uns im nächsten Video.